1928 erschien Steamboat Ride, die erste Walt Disney Produktion. Diese läutete das Zeitalter des Zeichentricks ein und brachte uns bis heute so Filmmeisterwerke wie Dornröschen oder Mulan. Doch im Jahr 1986 sollte die Vorherrschaft des Zeichentricks enden, als Studio Pixar gegründet wurde und der breiten Masse CGI 3D-Animation schmackhaft machte. Wie sich die Animations- und Filmbranche gewandelt hat, welche Vor- und Nachteile, welcher Animationsstil hat, das und noch viel mehr, gibt es gleich nach dem Intro. Zunächst erstmal, was bedeutet eigentlich Animation? Animation kommt von dem lateinischen Wort animare und bedeutet so viel wie zum Leben erwecken. Zeichentrickanimationen werden erzeugt, indem man ganz viele Einzelbilder zeichnet, die alle nur leicht voneinander abweichen, welche dann ganz schnell hintereinander abgespielt werden, standardmäßig 25 Bilder pro Sekunde. Das Auge kann die Einzelbilder nicht mehr wahrnehmen, vermischt diese und es kommt die Illusion von Bewegung auf. In der heutigen 3D-Technik ist das ein bisschen anders. Es muss nicht mehr mühselig gezeichnet werden. Alles, was man noch machen muss, ist 3D-Modelle erstellen, die Texturen zusammenzulegen und dann gibt man am Rechner an, wo sich was hinbewegen soll. Das Einzige ist, es sind halt immer noch Einzelbilder, die quasi gerendert werden vom Rechner, aber man muss sie halt nicht mehr zeichnen. Wobei, ich habe gerade eben ja gesagt, nur noch, aber nur noch kann man eigentlich nicht sagen, weil auch 3D-Animationsfilme sind scheiß viel Arbeit. Aber bevor wir jetzt weiter auf das eigentliche Thema eingehen, gehen wir doch mal in die Geschichte von Animationsfilmen. Zeichentrick-Animationen waren ursprünglich gar nicht für die große Leinwand gedacht. Die ursprüngliche Idee war, kleine gezeichnete Werbefilme vor normalen Filmen laufen zu lassen und diese liefen dann auch meistens im Kino. Erst im Jahr 1928 hatte Zeichentrick seinen ersten wirklich großen Erfolg auf der Leinwand mit Walt Disney, wie ich ja eben schon am Anfang einmal angesprochen hatte. Diese Filme waren noch sehr schlicht, begeisterten aber sehr schnell ein riesiges Publikum. So gründeten Roy und Walt zusammen die Walt Disney Company. 1937 gab es bereits den ersten großen Erfolg mit Dornröschen. Über den Lauf der Jahre produzierte Disney zahlreiche weitere, heute legendäre Zeichentrickfilme, die eigentlich jeder kennt. Aber auch andere Studios entdeckten ihre Vorliebe für Zeichentrick-Animationsfilme. Noch heute hat Zeichentrick eine riesige Fangemeinde. Vor allem in Japan erfreut sich Zeichentrick immer noch großer Beliebtheit. Einer der größten Vertreter, die auch heute noch mit Zeichentrick arbeiten, sind Studio Ghibli. Wobei man sagen muss, hier hat sich auch die Art zu arbeiten geändert, aber dazu kommen wir gleich. Es schien, als würde es immer so weitergehen, aber mit Anfang der 90er geriet der große Stern des Zeichentricks ins Wanken und ein neues Medium kam auf, die ersten 3D-CGI-Animationen. 1986 wurde dann von Edwin Catmull zusammen mit dem Apple-Gründer Steve Jobs und John Lasseter das Studio Pixar gegründet. Zu Anfang produzierten sie allerdings auch nur kleine Kurzfilme wie Luxo Junior, der im Deutschen den sehr schlichten Titel Die kleine Lampe bekommen hat. Ach ja, ein kleiner Fanfact. Und zwar hat dieser Animationsfilm einen kleinen Urheberrechtsstreit ausgelöst mit dem Urheber des Lampenentwurfs, da dieser einfach ohne Erlaubnis übernommen wurde. 1995 brachten sie mit Toy Story dann den ersten komplett 3D-animierten Film heraus. Dieser war ein riesiger Erfolg und auf ihn folgten dann noch so gigantisch beliebte Filme wie Findet Nemo oder die Monster AG. Damit war das Zeitalter des Zeichentricks vorbei und die 3D-Animationen überrannten den Markt. Damit kommen wir in unserer heutigen Zeit eigentlich auch an, denn heute ist fast jeder Film 3D animiert und Zeichentrickfilme gibt es nur noch sehr, sehr, sehr selten. Aber kommen wir jetzt mal zu den Vor- und Nachteilen von beiden Animationsstilen. Natürlich haben beide Vor- und Nachteile. Allerdings muss ich zugeben, überwiegen die Vorteile der 3D-Animation den vom klassischen Zeichentrick. Und gerade in der Produktion liegen die Vorteile von 3D-Animationen den Zeichentrick weit voraus. Ein Vorteil der 3D-Animation ist, man ist optisch weniger eingeschränkt. Dadurch, dass man viel besser dreidimensionale Bilder erstellen kann,
kann man viel mehr verschiedene Arten von Bewegungen, Tiefen oder Effekte erstellen, die mit Zeichentrick gar nicht erst möglich gewesen wären. Gleichzeitig können 3D-Animationen den Film aber auch realistischer wirken lassen. Durch die dreidimensionale Tiefe wirkt alles echter, man kann besser Bewegungen animieren und auch das Licht kann man viel genauer und präziser einstellen. So kombinieren Animationsfilme den Realismus von Echtfilmen und den Charme von Zeichentrick. Zeichentrick hingegen hat mehr Nachteile. Erstmal braucht man viel mehr Zeichner. Das Ganze kostet dann auch noch viel mehr Zeit, weil man das Ganze halt per Hand zeichnen muss. Und dadurch, dass man A, länger beschäftigt ist und B, mehr Leute in der Produktion braucht, werden die Filmproduktionen entsprechend natürlich auch teurer als 3D-Animation. Ein Argument, das allerdings für viele Fans für Zeichentrick spricht, ist, dass Zeichentrick einen gewissen Charme hat und vor allem, dass Zeichentrickfiguren meistens ein bisschen seelenerfüllter wirken als 3D-Animationen. Viele alte Zeichentrickfans, die zum Beispiel 3D-Animationen ablehnen, äußern sich dazu, dass sie sagen, dass 3D-Animationen für sie sehr seelenlos und schlicht aussehen würden. Und ja, auch Zeichentrick hat in unserer heutigen Zeit immer noch einen Platz. Allerdings wird Zeichentrick meiner Vermutung nach so wie Stop Motion wahrscheinlich ein Szenenthema sein und nur noch eine kleinere Gruppe begeistern. Und 3D-Animationen werden dem Zeichentrick den Markt wohl endgültig abnehmen. Denn ja, Serien wie Avatar funktionieren auch heute noch. Und gerade in Japan mit der großen Anime-Industrie wird immer noch sehr viel gezeichnet. Auch wenn sich die Branche, wie vorhin erwähnt, sehr geändert hat. In früheren Animes war das so, dass alles per Hand auf Papier gezeichnet wurde, dann koloriert wurde und abfotografiert wurde. Heutzutage wird zwar noch gezeichnet, aber inzwischen zeichnet man alles am Rechner. Es gibt viele Zeichnerprogramme, die auch gerade viele junge Leute für Artworks benutzen. Und mit diesen Programmen werden heutzutage auch immer noch viele Animes produziert. Bei meiner Recherche für dieses Video fand ich ein Zitat, dort hieß es, ich lese vor, wir sollen zwar an den alten Zeichentrick persönlich festhalten, aber uns dennoch an neuen Innovationen erfreuen und daran festhalten. Dieser Aussage würde ich nicht 100% zustimmen, denn ich würde sagen, ja, wir sollten uns an 3D-Animationen erfreuen, ja, das ist die Zukunft und das ist auch nicht schlecht, aber dennoch hoffe ich, dass Zeichentrick und 3D-Animationen dennoch koexistieren können. Hey Leute, danke, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich weiß, hier kam ewig nichts mehr, weil ich zu absolut nichts Zeit habe. Zur Zeit mache ich ein Praktikum, zum Beispiel in der Gestalteagentur, 7 Stunden, und da habe ich privat nicht mehr die Zeit, viel zu machen. Und bis dahin schaut doch weiter Videos. Hier seht ihr ein Video, wie Stop Motion funktioniert, und hier unten blende ich einfach mal das letzte Video ein. Wir sehen uns und haut raus. Tschüss Leute. Whee!